Hallo Leute und herzlich willkommen zurück nach Just Cause 2. Nicht alleine, sondern mit dem Gamer Wood. Oho, der sich live aus Borderlands freimeldet. Parallel, könnte man auch sagen. Ja. Ich kümmere mich mal darum, da hinten hinzukommen und mir noch ein Sammelobjekt zu holen. Und ja, was ist das gestern gewesen? Hoppla, sage ich da nur. Der Part ist einfach mal zu lang geworden, ne? Oder beim letzten Mal, besser gesagt. Gerade eben. Mit anderen Worten. Ja, also für uns gerade eben, für euch gestern oder letztens. Alter Vater, 50 Minuten, ich musste erstmal schlucken. Es reicht im Schnitt und im Rendern wird es bestimmt lustig. Oder ist es bestimmt lustig gewesen, kann ich mir vorstellen. Aber es wird natürlich nochmal ein kleines Stück kürzer, weil ich natürlich ein bisschen ruckeln, rausschneiden werde und so weiter und so fort. Aber, oh Gottes Willen. Einfach nur, oh Gottes Willen, seid ihr. So, das wird wieder höchstwahrscheinlich ein Schädel sein, weil der auf der Insel selber ist. Und ja. Ich hatte recht, es ist ein Schädel. So. 3 von 100. Ja, weil ich laufen jetzt. Der weiße Tiger ist in der Stadt. Der in Felle gehüllte Terrorist wurde vielleicht den nächsten Punkt beobachtet, als er vom Dach eines Wohnhauses Pfeile auf Regierungsmitglieder abfeuerte. Unbestätigten Gerüchten zufolge ist er im anschließenden Chaos mit einem Jeep geflohen und hat mehrere Augenzeugen mit einem starken amerikanischen Akzent beschimpft. So. Aber keine Sorge, es wird auch immer schön weitergehen mit solchen Sammelaktionen. Aber natürlich mache ich heute nicht nur sammeln, sondern natürlich auch wieder eine Mission tatsächlich mal. Habe mich jetzt mal ganz kurz dazu entschlossen. Dann hat auch der Gamer wohl mal ganz kurz Ruhe nach zum Suchen. Das brauche er dann nämlich nicht mehr. Ja, aber trotzdem danke an der Stelle. Müsst alle mal Lob an den Gamer wohl schreiben. Weil, ja, hat man ja auch nicht immer solche Kumpels. Noch einer unserer heiligen so, das war Munition. So, dann will ich mal gucken. Extraktionspunkt. Was kann ich denn heute für dich tun? So, G-Muni, oh. Ich glaube, das war das nächste Liegen, ne? Und dann gucken wir mal, was in der Mission uns erwartet. Oder überhaupt in diesem, was wir jetzt da betreten werden für eine Abschnitt. Das ist die Stelle. Viel Glück. Ladegeschwindigkeit 71, Ladeverzögerung ist 4,3, Lade... Oh ja, oh, Oh ja, 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 ja. Was ist denn so, ja, ja? Ich habe mir soeben ein neues Schild gekauft. Wo guckst du eigentlich mehr drauf? Auf die Kapazität oder auf den Rest? Im insgesamten Vergleich. Aber ich habe gerade nicht drauf geachtet, ich habe ein besseres Schild. Okay. Aber ich habe es ja natürlich noch nicht gekauft. Ganz kurz. Wir stehlen der Regierung seit einiger Zeit Diesel. Sie müssen herausfinden, wie viel die Regierung davon weiß. Gehen Sie in Ihre Forschungsstation, Serdadu, und dann laden Sie die entsprechenden Daten herunter. Okay, wir sollen also Daten klauen und uns darüber informieren, wie viel die darüber wissen. Aber nicht so. Mouthpiece! Sonic! Oh.
Also Maufpies war beim ersten Mal irgendwie schwerer zu erledigen. Mann. Okay, Game of Wood? Warte. Maufpies ist down. Wundert mich jetzt sogar. Schnell! In Deckung! 2, 4, 1, 2. Ich geh um ihn rum! Seit wann sind bitteschön Pipeline-Arbeiter bewaffnet, Gamerwood? Ich sehe das. Keine Ahnung. Irgendwas kommt da nicht so ganz hin, oder? Einer erledigt. Nee, nicht wirklich. Zwei. Was habe ich denn eigentlich für ein Artefakt drin momentan? Oh, ich habe einen verpackten Pfeil. Na super. Aura-Schaden. Ja, ich bin ja schon 50er. Und wieder regnet's bei uns, Leute. Furchtbar. Okay, vorrücken, wir haben ihn! 3, 2, 1, 4. Hallo? Er ist verletzt! Runter! Du blöder Hurensohn! So, 2, 1, 3, 4. Sammeln! Mist, ich hab kein Schussfeld! Ich hab ihn! Vorsicht, in Deckung! Er ist da drüben! Aber diese Pipeline ist ja ziemlich militärisch bewacht. Warum? Das ist doch keine normale Pipeline, oder, Gamerwood? Nö, nee, bestimmt nicht. Oh. Ha! Neue Soul-Waffe. Ich habe Feindkontakt! Bringen wir es zu Ende! Drei, zwei, drei, vier. Sie gefallen mir, Scorpio. Sie verhalten sich wie ein echter Ula. Okay, die Mission ging schnell. Du kannst mir mal einen Hafen raussuchen. Kampung. Warte. Eins zurück. So. Komm. Ja? Munga Waha oder so ähnlich. Ich kann gleich das machen. Ja, sehr gut, er blutet. So, warte. Kampung Bunga Maba. Schwärmen, findet ihn! Bunga. Maba. Bunga Maba. 10 Ressourcen-Items, 14 Fuel-Depots, einen Generator, einen Broadcast. Okay, die Fuel habe ich schon mal. Ich hab schon gerade gefragt, war das zu schnell? 14 Fuel Stations. Also so. Depots. Da muss ich gucken, wo ich noch welche finde. Das
sollten uns dort einige geben. Sonst alle paar Meter an die kleine Seenlandkuppe werfen. Insgesamt habe ich jetzt schon 9. Ah, da drüben. 10, 11, 12, 13. Jetzt ruckelt sogar, weil es zu schnell ist. Okay. 14. Verstärkung ist unterwegs. Ankunft in etwa 30 Sekunden. Boah, das ist was davor dann jetzt total schön ist. Du musst nicht jedes Mal zu diesen Econet-Stationen rennen oder einmal über die komplette Karte zurückrennen. Ja, ich weiß. Und dass die Waffen wechselbare Modis haben, das ist auch cool gemacht. Lol, ich bin gestorben wegen Lag. Dann auch mal neu, Leute, ne? Was, ist dein PC lag? Nein, ich bin gestorben auf, durch Lag. Ich bin gestorben durch Lag. Lag. Oh. Lag. Oh Mann. Hat dein PC bei einen Anhänger? Oh Mann. Ja, der wird aus der letzten Folge wird auch nicht besser. Hey, ich mach daraus jetzt einen Running-Gag. Jede Folge denke ich mir was Neues aus. Oh nö, bitte nicht. Oh, das wird furchtbar. Okay, Leute, das Ganze ist das Cosplay Play. Voraussichtlich wird der Gamer Wood irgendwelche Sprüche klopfen. Oh Mann. Freut das euch schon. Okay, daher hier gerade gefühlt eine Stunde lädt. Ja, ich werde hier einen Cut setzen müssen, Leute. Das tut mir leid. Es tut mir leid. Der kann ja auch genauso gut mal ganz kurz flitzen, theoretisch. Solange du dich schneller flitzt als dein PC? Ich weiß es nicht. Ah, ich warte noch einen Augenblick. Vielleicht. Geht nicht, das gleich. Solange du nicht so langsam flitzt wie dein PC? Aha. Leute, einmal Flachwitz schreiben für den Satz. Ich glaube auch, dass das Spiel sich aufgehangen hat. Das ist sehr unpraktisch, weil ich nicht weiß, wann der letzte Autosave gewesen ist gerade. Aber sprich. Ja. Okay, reicht jetzt wieder. Wollte ich gerade sagen. Nee, weil ich habe den Just Cause Ladebildschirm und im linken Feld stehen ja eigentlich immer Bilder mit irgendwelchen Texten, ne? In dem Fall ist da nichts. Genau, in dem Fall ist ja nichts. Weil es ja durch diesen Hänger. ja. Der Tod kam und dadurch. Ich rechne dich für die ganzen Schlagwörter in irgendeinem meiner nächsten Let's Plays, die du mit machst. Ich ahne schon, wie viele Flachwitze einfach auftauchen werden. Ah ne, es funktioniert! Es funktioniert, alles tutti. Okay. Hey, hier rein! Alles tutti frutti. Oh komm, echt jetzt? Was kann ich denn heute für dich tun? Komm, das war kein Was du heute für mich tun kannst, lieber Schwarzmarkthändler, du kannst meinen Kollegen mal eben erdrosseln für diese Flachwitze. Oh Mann, okay. 4, 8, 12, 13, 14, ja, das sind die Tanks gewesen. Was war da noch? Das ist die Stelle. Viel Glück. Warte. Einmal, ne, 10 Ressourcen-Items, ein Generator, ein Broadcast-Tower. Okay. Welten, ich bin wie immer falsch gefahren. Ja. Kennt man doch.
Mission schon wieder vorbei. Sag nix. Klassik. Ach, du hast gesagt, sag nix, okay. Das hat nichts zu bedeuten, dass ich zweimal am Ziel vorbeigefahren bin. Alkheimer lässt grüßen. Ich bin alt, hilf mir über die Straße. Genau, musst du dir mal vorstellen, so im Borderlands-Universum, so einer. Ui, gut erfasst, ich bin ein Kammerjäger. Es war ja auch so schwer zu erraten, Tennis. Ja. Wäre dir jetzt nicht aufgefallen, dass ich ein Kammerjäger bin? Du, das steht dir nicht auf der Stirn geschrieben. Doch, ich weiß jetzt, woran man es erkennen könnte, dass unsere liebe Tennis eine Sirene ist. Tennis Nachname. Der da wäre? Die meisten Sirenen heißen komischerweise Kalypso mit dem Nachnamen. Die heißt auch Kalypso, oder was? Nee, das habe ich jetzt nicht gesagt. War am Überlegen, vielleicht heißt sie ja auch Kalypso mit Nachnamen. Man hat es irgendwie verreilt. Kann's haben. Such mal den Nachnamen von Tennis raus später. Okay, es wäre so ein Klassiker gewesen, wenn der Hilly mich selber gekillt hätte beim Aussteigen. Ja, so klassisch. Ich hab Korrosion auf mir und mein Roboter. Oh, die Korrosion ist weg. Gamerwood, kennst du die Videos, wo Leute bei GTA irgendwie aus ihren Fahrzeugen aussteigen und die sie erledigen dadurch? Ja. So ein Effekt. Nur zu gut, mir selber schon passiert. Das kennt man einfach zu gut, ne? Und das hätte ich jetzt beinahe bei Just Cause auch gerade den Effekt gehabt. Ist mir in zu vielen Spielen schon passiert, dass ich mich bei solchen Aktionen selber umgebracht habe. Es ist auch einfach so ein Klassiker, ne? Ja, man steigt aber auch nicht aus einem fahrenden Fahrzeug. Man nennt sowas Slapstick-Einlage, ne? Jetzt haben wir ihn. Wenn das Fahrzeug einen selber killt, weil man ausgestiegen ist aus dem Fahrzeug. Aus dem benannten. Mhm. Das ist die Rache der Fahrzeuge. Dabei beliebt sind vor allem sehr schnelle und schwere Fahrzeuge. Rache der Fahrzeuge, sag ich da nur. So nennt sich das. Okay, wir haben den Ort abgeschlossen. Ich guck diesmal vorher auf die Zeit, bevor ich die nächsten mache. Okay, wir haben noch genau 5 Minuten. Okay, ein bisschen mehr, aber ich will diesmal nicht zu viel haben. Ich habe ja im letzten Part schon ordentlich. Ja, dann guck ich mal auf die Karte. Das nächstgelegene wäre dort in die Richtung. Ja, wir hatten hier splitten den letzten Pack. Okay, wir haben ihn. Wir splitten den letzten Part einfach in zwei und setzen einen Cut. Ja, aber ich weiß nicht, das fühlt sich immer dann so unfertig an. Kennst doch. Nee, ich mach das wahrscheinlich doch in zwei. Also dann setzt du am Ende ein Fortsetzung folgt ein und dann klammern vorgehen. Ich bin doch kein Fernsehsender. Erledigt ihn!
Wieso, wenn sie dich im TV übertragen würden, dann wäre extra auch nichts dagegen. Ah, ja, hast auch wieder recht. Nicht drängeln! Da ist er! Ich muss hier abhauen! Kontakt, Conny! Tyrene Calypso. Da. Ja. Tennis heißt auch Calypso. Eigentlich Tyrene Calypso. Nee, stimmt, kann nicht sein. Aber warum spricht Tennis dann in ihrem Namen von Tyrene Calypso? Das verstehe ich nicht. Kann mir das jemand erklären? Bitte in die Kommentare schreiben, danke. Eigentlich hätte sie gesagt, weil Tennis hat ja die Karte geladen, nicht Tyrene. Sorry, das hatte mich jetzt gerade ein bisschen verwirrt, dass sie von sich in einer anderen Person geredet. Okay, das sammelbare Objekt sehe ich jetzt gerade nicht, aber auch gerade ein anderes Problem, Leute. Ah, ich hab's jetzt gerade gefunden. Damit ich nicht über das falsch fahre. Und das tue ich für gewöhnlich. Das ist ein Klassiker von ihm. Hat niemand mit ihm mit. Er fährt immer in die gegengesetzte Richtung, in die ihr wollt. Nur weil du weißt, dass man mir ohne Navi nicht vertraut, wir fahren in die richtige Richtung. Genau. Er ist verletzt. So. Ich sehe das Team. Aber keine Sorge, irgendwann kommt man trotzdem. Irgendwann in 10 Jahren, Leute. Okay, Spaß beiseite. Ich muss jetzt mal ganz kurz gleich wieder einen Ort abfragen. Sofern ich hier drauf nicht drauf gehe. Mhm. Aber Slavis, du musst mir einen Gefallen tun. Du musst das letzte Borderlands 2 DLC für mich spielen. Und mir sagen, was mit dem alten Sanctuary passiert ist. Ja, okay, mach ich dann. Ja, aber wie gesagt, erstmal muss ich ja den anderen Kladderadatsch komplett bei durchhaben, ne? Ist ja auch nicht mehr viel. Sind ja nur noch 2 Nebenmissionen in dem Hauptding und dann kommt ja nur noch das DLC. Und das geht ja leider Gottes dann wieder in Co-Mod, weil... Er hat das DLC, wie gesagt, nicht. Das können wir nochmal hier festhalten, auch nochmal. Und er wird sich auch nicht nochmal holen, Leute. Ja, weil... Tja. Ja, weil. Okay, also, der Ort heißt... Banda Serrigala Killabu. Weißt du, ich muss das Geld halt mal. Ich würde mir gerne das DLC holen, aber ich muss das Geld in andere Sachen momentan stecken. Gar kein Problem. Kleiner Tipp, er hat auch einen YouTube-Kanal. Unterstützt ihn. Gamerwood? Ja. Ich warte.
Oh, warte. Klassiker, Leute, ich sag ja. Oh Gott, und ich muss auch schnell machen. Oh, Name? Banda Sirigal Kalabu. Banda Sirigal Kalabu. Genau. Und du merkst auch langsam selber, es ist gar nicht so schwer auszusprechen oder zu suchen, ne? Die sind trotzdem beschissen, die Namen. Eieieiei. Eine Gasstation, Klammern, Gaspumpen zweimal. Ein Propaganda-Trailer, vier Ressourcen-Items. There are two mobile radars in the area, also zwei mobile Radars. Okay, also streich schon mal das mit den Propagandawagen, den habe ich schon erledigt. Zweimal mobiler Radar. Mobiler Radar, das sind wahrscheinlich mobile Fahrzeuge, die irgendwie solche Dinger drauf haben wahrscheinlich, ne? Genau. There are two mobile radars in the area. One is just north of the village, also nördlich vom Ort. One is located in the north-northeast direction on a small island off the coast. Einer ist nord-nordöstlich. Direkt an der Küste. Nee, auf einem Island an der Küste. Hilft dir das? Keine Insel an der Küste. Ja, warte, ich muss gucken. Also auf jeden Fall habe ich die Gasstation gerade übrigerweise erledigt. Oder so ähnlich. Tötet ihn! Mobile. Aber hier ist gar nichts Mobiles, also keine Insel, meine ich. Oder bin ich jetzt blöd? Hm. 85%, also Gasstation, die Kisten habe ich alle vollständig, den Propagandawagen habe ich. Da fehlen die beiden. Mobilen. Kleine Insel direkt an der Küste. Spendiert ihm eine Granate. Moment. Nordöstlich. Ich brauch Deckung, ich geh rein. North. Ich stell gerade fest, dass ich eine Kiste noch nicht hatte. Jetzt muss ich die nur noch finden gerade, weil... Not easy to find. Okay, andere Richtung wieder. Nein, da auch nicht. Dann ist es mehr nach oben. Da ist die Kiste, okay. Okay. Ah, ich hab's. Okay, dann ist das wieder mit den zwei sich bewegenden Dingern auch irrelevant, weil nicht vorhanden, nicht verfügbar. Dann, also entweder sind da ein paar Sachen falsch eingetragen oder die wurden irgendwann mal rausgepatcht. Das kann sein. Also ausdenken tue ich mir das nicht. Nee, ich weiß das. Das wär, sonst würdest du dir einen rosa Elefanten oder so da reindenken, so in etwa. Ne, ich kenne das ja schon von dir, solche Aktionen, wo ich dann dachte, hä, was? Wo ist der Dinosaurier? Schieß mich tot oder so, ne? Okay. Aber es war witzig. Es war witzig bei den Sachen, ja. Okay, bis jetzt haben wir einen Großteil dafür von erledigt. Und das ist noch nicht mal alles. Also wie gesagt, das sind so viele Sachen, die man finden muss. Ich kann nochmal Datenbank. Ich guck da nochmal rein. Vielleicht sehe ich da was. Da wollte ich jetzt nicht drauf. Ah, okay. Das kann ich da mal eben... Ich mach mal ganz kurz überall hier dieses Neu weg. Das...
Was ich hart finde an Borderlands heißt, dass du nur 7000 Leben am Ende hast. Nur? Ich mich an die Teil... Ja. Okay. Also bis jetzt mit Level 50. Plus 8000, also 7500 Leben habe ich ungefähr und 8400 Schild. Ah, okay, es gibt doch eine Übersicht. Eine sehr, sehr große Übersicht. Uff, okay. Aber Fahrzeuge halte ich mal fest. Haben wir aktueller Stand jetzt 28 Fahrzeuge bis jetzt betreten und auch wieder verlassen. Und ja. Wie es dann in den nächsten Parts weitergeht, ob ich da dann wieder mehr Story mache, ne, ist halt die andere Sache. Werden wir zum Hänger sehen. Echt jetzt? Echt jetzt? Okay, wie dem auch sei, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Und den erwürge ich jetzt erstmal. Tschüss.